Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Online-Seminar von Zero und Finanznet mit freundlicher Unterstützung von HSBC. Mein Name ist Benjamin Ressel und ich bin Ihr Moderator für das heutige Online-Seminar, das ganz besonders ist, aber nicht nur, weil es früher startet, als Sie es vielleicht gewohnt sind, mehr dazu gleich. Das Börsenjahr 2023, das schon fast hinter uns liegt, hatte für Aktionäre einige Überraschungen zu bieten. Nicht alle davon waren positiv. Besonders die weltpolitische Lage lässt die Märkte nicht zur Ruhe kommen. Viele Hoffnungen liegen nun in einer Konsolidierung 2024, zum Beispiel durch Erleichterungen für die Wirtschaft im Zuge der US-Wahlen und sinkende Zinsen. Ob 2024 wirklich alles besser wird und wie Sie Ihr Portfolio auf die kommenden Möglichkeiten und Risiken vorbereiten, wird Ihnen heute Abend unser Gast verraten. Außerdem, und das ist das ganz Besondere, wird er Ihnen zeigen, wie Sie das ganz konkret umsetzen können. Und damit begrüße ich auch dich ganz herzlich in unserer Runde, lieber Michael Proffe. Es freut mich sehr und es ist mir auch wirklich eine große Ehre, dass du heute Abend an unserer Seite bist. Hallo Benjamin, grüß dich. Ja. Michael, viele unserer Zuschauer kennen dich mit Sicherheit schon. Aber wir haben bestimmt auch einige Neulinge in Sachen Börsen unter uns. Magst du dich daher einmal kurz vorstellen? Ja, wie gesagt, ich bin Michael Proffe. Und was mache ich? Ich begleite die ganz großen Trends dieser Welt. Ihr wisst alle, was Trends sind. Ihr kennt sie von Sport, aus der Musik, aus der Mode etc. Ich mache das in der Finanzwelt. Und zwar, ich bin Unternehmer und denke unternehmerisch und analysiere seit über 40 Jahren Unternehmen und kann dann feststellen, welches Unternehmen am Markt eine Chance hat und nicht, welches Unternehmen profitabel sein wird und welches nicht. Und was normal in einer normalen Unternehmenslandschaft so funktioniert, funktioniert natürlich dann auch an einem Kapitalmarkt. Und das mache ich seit über 40 Jahren. Und meine Analysen bringen dann ein Ergebnis heraus, wo ich herausfinde, welches Unternehmen am Kapitalmarkt am stärksten dasteht und die besten langfristigen Chancen hat. Und diese Unternehmen begleite ich dann langfristig mit Aktien und Hebelprodukten. Und das mache ich extremst erfolgreich. Ich glaube, sagen zu dürfen, da gibt es auf der Welt keinen Zweiten, der das so machen kann, weil ich einen ganz anderen Ansatz habe. Einen ähnlichen gibt es natürlich aus Amerika. Warren Buffett, der da hat natürlich auch so einen ähnlichen Ansatz. Der guckt auch in die Unternehmen rein, wie gesund die sind und weiß dann, dass er da drin investieren kann. Das ist eigentlich die Erfolgsstory, die eigentlich hinter meinem Erfolg steht. Ich weiß, wie ein Unternehmen funktioniert und deswegen weiß ich auch, wie ein Unternehmen an den Aktienmärkten bewertet wird. Vielen Dank für die Vorstellung, Michael. Ein besonderer Dank geht auch noch an dieser Stelle an Markus von Finanznet Zero, der es heute technisch möglich macht, Ihnen diese Trades zu zeigen. Und auch an meine Kollegin Irina, die mit mir zusammen den Chat betreut. Und da sind wir auch beim Thema. Wenn Fragen und Verständnisprobleme auftauchen, dann können Sie uns jederzeit über die Fragefunktion erreichen. Und die Fragen werde ich dann anonymisiert an Michael in der Fragerunde im Anschluss stellen. Und dann wollen wir die Zuschauer nicht weiter warten lassen, würde ich sagen, Michael, und ich übergebe dir die Moderationsrechte. Super, danke. Dann mache ich jetzt meinen Bildschirm frei. Wunderbar. Super. Ja, liebe Leute, was werden wir heute machen? Ich erzähle Ihnen, wie ich die Welt, die Kapitalmarktwelt sehe. Ich zeige Ihnen einige Megatrends daraus, in denen ich schon seit Ewigkeiten investiert bin, in denen ich immer wieder investiere und warum diese Megatrends auch in Zukunft weiterlaufen werden. Dazu, warum habe ich die Kamera jetzt da? Hast du, da ist das. Wunderbar. Und dazu werde ich natürlich mit Ihnen live über den Neon Broker Zero direkt einkaufen gehen. Das heißt, ich werde Ihnen zeigen, wie man auf diesen langlaufenden Trends sehr profitabel Optionsscheine drauf kauft. Weil das ist die eigentliche tolle Geschichte dabei, dass man so langlaufende, jahrzehntelang laufende Trends kontinuierlich Jahr für Jahr mit Hebelprodukten begleiten kann. Und die Summe der Performance jedes einzelnen Hebelprodukt, was man gekauft hat und wieder kauft und wieder kauft, macht einen halt vermögend. Ich mache das seit über 40 Jahren. Ich habe auch mit meinen Börsendiensten bereits gezeigt, wie man denn in 10 Jahren aus 30.000 Euro eine Million macht, indem man etwas regelmäßig immer wieder macht. Grundsätzlich ist es so, die Welt der Megatrends ist klein. Die Masse der ganzen Aktien, die es auf der Welt zu handeln gibt, gehören nicht in den Bereich der Megatrends. Das sind wirklich wenige. Das sind, wie gesagt, Unternehmen, wozu man eine Unternehmensanalyse braucht, um festzustellen, wie gesund so ein Unternehmen ist. Man muss sich also mit Bilanzen auskennen und das ist halt nicht einfach.
Und da muss man natürlich den Horizont haben, zu sagen, wie ein Unternehmer. Es gibt keinen Unternehmer, der sagt, mich interessiert das, wie in 3 oder 6 oder einem Jahr mein Unternehmen dasteht. Die haben alle Strategien, die über 10 und längere Jahre geht. Und dementsprechend sind sie aufgestellt und dementsprechend bringen sie ihre Produkte voran. Und mit solch einem Denken, auch an der Börse, langfristig, kann man mitunter auch kurzfristig richtig fette Gewinne machen. Wenn man zum Beispiel einen langlaufenden Optionsschein, da zeige ich Ihnen nachher, mit einer Sicht auf 2 Jahre kauft, kann man trotzdem schon nach wenigen Monaten die ersten 100% einfahren und dann reagieren. Das bringt wahnsinnig viel Spaß. Das ist überhaupt nicht langweilig, wie der eine oder andere denkt, oh, ich will nicht langfristig investieren. Man muss verstehen, langfristig denken, aber dann kann man auch kurzfristig agieren. Das zeigen wir ich Ihnen hier live. Ich zeige Ihnen die Werte dazu. Wir werden sie live hier einkaufen bei Zero. Und dann sehen wir uns in einigen Wochen, Anfang Februar, wieder, schauen, wie das Portfolio sich entwickelt hat. Dann gebe ich Ihnen, dann zeige ich, was ich damit weitermachen werde und werde dann die Dynamik ein bisschen anziehen. Weil für alles gibt es Zeitstellschrauben. Ich gehe davon aus, dass 2024 das Hammerjahr überhaupt werden wird. 2022 ging alles runter, alle waren sie betrübt, oh, die Portfolios sahen kaputt aus. Ja, viele haben auch ganz, ganz viel Geld verloren. Alle diejenigen, die aber in starken Unternehmen investiert waren, so wie meine Kunden, die stehen jetzt fast alle schon wieder auf Allzeithoch, weil 2023, da ging es ja richtig, die Erholung lief ja richtig. Viele der großen Trends liegen bereits wieder auf Allzeithoch. Und jetzt beginnt ja eigentlich erst wirklich die Geschichte 2024, 25, 26, denn die Welt befindet sich im Umbruch mit künstlicher Intelligenz, die wir uns gar nicht mehr wegdenken können, die bereits überall eingreift, werden wir eine ganz große Wertschöpfungskette bekommen in allen möglichen Bereichen. Dass da viele verstehen es nicht, was da eigentlich in Wirklichkeit passiert, aber mit vielen Sachen, das merken sie gar nicht, sind sie längst betroffen. Nämlich mit Industriezweigen, wo die KI schon längst benutzt wird. Ob das in der Flugindustrie ist, in der Logistik, in der Autobranche, überall wird das schon längst angewandt und zwar hochprofitabel. Und über die nächsten Jahre werden auch viele Unternehmen dadurch eine wesentlich höhere Profitabilität erreichen und höhere Margen erreichen. Und dann wird sich das natürlich auch in den Aktienkursen zeigen. Diejenigen, die glauben, das muss ich bereits in 3 Monaten in Aktienkursen sehen, die muss ich enttäuschen. So schnell geht das natürlich nicht. Das braucht etwas seine Zeit. Und an der Börse wird übrigens Zukunft gehandelt und nicht die Gegenwart. Und auch Visionen und Fantasien. Und das größte Börsenland Amerika, wo ich hauptsächlich investiere, zeigt uns das tagtäglich. Das erste Chartbild, was wir hier sehen, als Beispiel, das ist der S&P 500 von 1900. 59 bis heute. Übrigens 1959 ist mein Geburtsjahr. Wenn wir uns mal über das Rententhema drüber nachdenken, das ist ja ein Desaster in Deutschland. Die Deutschen sind keine Aktionäre und der Staat kriegt das mit der Aktienrente nicht hin. Dabei wäre es doch so einfach. Der S&P 500 seit 1959 in dieser Darstellung kennt ja nur eine Richtung. Von hier unten, links unten, nach rechts oben und steht hier oben. Und wenn wir uns erinnern, seit 1960 gab es so viele Kriege, so viele Krisen auf der Welt und trotzdem steigen der Index immer weiter, weil da sind die 500 wertvollsten Unternehmen der Welt drinne. Und wenn die sich mal schütteln oder wenn der Index sich mal schüttelt, weil irgendwelche Krisen auf der Welt sind, erholt er sich natürlich auch immer wieder davon. Und das wird immer so sein. Ja? Und das Schönste ist einfach, wenn man das verstanden hat, dass auch große Unternehmen, die werthaltig sind, in solchen Krisen mit nach unten gehen. Ich kaufe gerne in Krisenzeiten ein, weil dann kriege ich die Sachen so günstig, dass ich in kürzester Zeit eine Riesenperformance erziele. Da komme ich nachher nochmal drauf. Also, kann man sagen, dass man ein Leben lang an der Börse erfolgreich sein kann? Warren Buffett, einer der reichsten Menschen dieser Welt, der wird sagen, selbstverständlich, der ist ja mittlerweile 94 Jahre alt und sagt, das geht immer. Wer das Gegenteil behauptet, der tickt nicht ganz richtig. Und kann man eine Performance im zweistelligen Bereich im Schnitt pro Jahr erzielen? Ja, das kann man auch. Na, das funktioniert alles. Und dementsprechend, wie konsequent und strategisch man vorgeht, ist das alles möglich? Jeder, der das Gegenteil behauptet, liegt falsch, weil es gibt auf der Welt zu viele, die das Gegenteil beweisen. Ich beweise sowas ja auch ständig. Ja, aber man darf nicht vergessen, die Megatrends auf dieser Welt sind ein kleines Universum und das restliche große Universum, da wo sich die meisten Anleger auch tummeln, die meisten schaffen es nicht, innerhalb 10 Jahren eine adäquate Performance hinzubekommen. Ist leider so, weil die Strategie fehlt.
Ich habe eine Strategie, wie ich setze grundsätzlich nur auf die starken Unternehmen auf dieser Welt und dann trade ich in diesen Unternehmen mit Hebelprodukten. Und wie ich das mache, das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Der erste Wert, den ich mitgebracht habe, mit dem ich investiert bin und noch weiter investiere und jetzt ziemlich stark investiere, das ist AMD. Hier sehen wir die Aktie von AMD seit 1983. AMD ist ein Chiphersteller. Die meisten kennen ihn im Zusammenhang mit Intel. Intel kennt ja jeder. In vielen Rechnern steht Intel Inside. Die große Rallye bei AMD begann 2015 in dem Bereich. Das scanne ich mal eben rein, wenn man mich denn da rein scannen lässt. So. So, das ist dieser Zeitraum, 2015. Was war da geschehen? AMD ist gegenüber Intel. Intel ist der ganz große Platzhirsch immer gewesen, ist wesentlich kleiner und war AMD wesentlich flexibler und schaffte es wesentlich schneller, leistungsfähige Chips herzustellen und konnte damit den Markt viel schneller bedienen. Und das ist eigentlich die Erfolgsstory von AMD, jung, dynamisch, hochflexibel. Und deswegen konnte AMD in den letzten Jahren, seit 2015, Intel große, große Marktanteile abnehmen. Die Aktie ist von 2015 mittlerweile über 8000% gestiegen. Links unten haben wir 2015. Mittlerweile stehen wir hier rechts kurz vor einem neuen Allzeithoch. Die Aktie war, wenn wir uns das anschauen, in den letzten 3 Jahren, 2021, das sehen wir hier, wo meine Maus ist, da oben, da ist sie eingebrochen, so richtig runtergekommen und hat sich im Oktober letzten Jahres begann die Erholung. Und seitdem hat die Aktie bereits eine riesen Performance gemacht. Und wer sich ein bisschen für den Chip-Bereich interessiert, der hat erfahren, dass letzte Woche AMD einen neuen Chip vorgestellt hat. Ein Hochleistungschip, der Nvidia Konkurrenz macht. Eine wunderbare Sache. Konkurrenz ist übrigens eine wunderbare Sache. Wettbewerb ist eine wunderbare Sache. Je mehr Wettbewerb, je mehr kommt es uns zugute. Je mehr die Industrie sich anstrengt, immer bessere Sachen zu machen, je mehr kommt es uns zum Vorteil. So, und momentan sieht das danach aus, dass Intel mit AMD mit dieser Vorstellung, die Aktie liegt jetzt ungefähr bei 140 Dollar, einen Riesensprung macht und ziemlich schnell das alte Hoch von Ende 2021 erreichen wird und dann weiter steigen wird. Wir alle wissen von Nvidia, dass man diesen Hochleistungschip benötigt, um bei künstlicher Intelligenz voranzukommen, bei autonomem Fahren etc. voranzukommen. Aber Nvidia kann gar nicht so viele Chips herstellen, die gebraucht werden. Das ist gut, dass es einen weiteren Anbieter gibt, dass es jetzt AMD gibt, die auch einen anbieten. Trotzdem, beide zusammen können die Nachfrage lange, lange nicht decken. Das heißt, wenn wir den Wandel, den wir in den nächsten Jahren erleben möchten, mit künstlicher Intelligenz, dann brauchen wir viel, viel mehr Hochleistungschips. Das bedeutet für diese Unternehmen, ganz besonders für AMD, dass wir bereits im Januar, bei der nächsten Berichtssaison, das spüren werden, dass die Ergebnisse wesentlich besser ausfallen werden. Das bedeutet, dass die Aktie jetzt einen weiteren dynamischen Put nach oben bekommt. Für mich bedeutet das, dass ich diese Aktie jetzt aggressiv mit Hebelprodukten begleiten werde, weil die Nachricht, die daraus gekommen ist, mit diesem neuen Hochleistungschip, wird sich lange, lange Zeit bei der Unternehmensentwicklung in den Aktienkursen wieder zeigen. Deswegen bin ich der Meinung, wenn ich diese Aktie schon habe und weiß, dass diese Aktie in den nächsten Jahren oder den nächsten 12 Monaten definitiv weiter steigen kann, warum nehme ich denn nicht einen Teil meines Geldes, was ich ansonsten in eine Aktie stecken würde, und begleite sie mit einem langlaufenden Optionsschein? Langlaufende Optionsscheine sind bei mir meistens 1,5, 2 Jahre. Und ich kaufe in der Regel am Geld. Da sagt der eine oder andere vielleicht, hör, das ist ja langweilig. Nein, das ist es eben nicht. Wenn ich eine langlaufende Laufzeit habe, zum Beispiel von 1,75 oder 2 Jahre, und zwischenzeitlich passiert ein Ereignis an den Börsen, wir haben das in den letzten 2 Jahren gesehen, da passierte der Ukraine-Krieg, dann kam die Erholung so langsam an den Börsen, dann kam die Geschichte mit Israel, ruckzuck ging die Börsen wieder runter. Wir haben keine Glaskugel und können nicht wissen, welche Ereignisse kommen.
Je kürzer die Laufzeit ist, je höher ist das Risiko, dass ich dann meinen Optionsschein verliere. Habe ich einen langen laufenden Optionsschein, es passiert zwischendurch was, kann ich die Tal so durchgehen und kann den Optionsschein mit einem großen Gewinn verkaufen. Deswegen nehme ich lang laufende Optionsscheine. Warum kaufe ich am Geld? Am Geld gehe ich auch wenig Risiko ein. Zum einen, die Aktie, die Optionsschein muss nicht erst in den Gewinn laufen. Und jede kleine Korrektur, die die Aktie macht, hat nicht die hohe Auswirkung in einem Optionsschein, der am Geld ist. Habe ich einen Optionsschein weit aus dem Geld und die Aktie korrigiert zwischendurch mal ein paar Wochen, geht der Optionsschein richtig in den Knien. Das heißt, ich minimiere mit meiner Trendbegleitungsstrategie mein Risiko. Ich gehe lange Laufzeit und kaufe am Geld. Die Aktie liegt jetzt also ungefähr bei 140 US-Dollar. Ich bin gewillt, diese Aktie weiter zu kaufen, weil ich der Meinung bin, die Aktie wird in den nächsten Monaten und in den nächsten 12 Monaten weiter steigen. Ich bin sogar der Meinung, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten sich verdoppeln wird. Das ist gar nicht zu hoch gegriffen mit der Basisinformation, die ich dort hinter habe. Sagen wir mal, die macht aber nur 20-30%. Dann hat mein Optionsschein, den ich jetzt ausgewählt habe, in der nächsten Zeit die Chance, sich zu verdoppeln. Muss ich da erst 12 Monate drauf warten? Ich habe eine Laufzeit von 2 Jahren gewählt. Wenn das eintritt, was ich gerade erwarte, Sie erleben das gerade alle an der Börse, ja? Die Fed hat gestern bekannt gegeben, es gibt keine weiteren Zinserhöhungen, sondern man denkt bereits für nächstes Jahr eine Zinssenkung nach. Alles sehr positiv für die Kapitalmärkte, für die Aktienmärkte. Die Spannung ist raus. Jetzt geht man darauf, denkt man darüber nach, wow, jetzt werden bald wieder die Zinsen gesetzt, optimal eigentlich für den Aktienmarkt. Dann kommt eine AMD mit einer super Nachricht. Sie haben einen tollen Chip, der gebraucht wird. Das sind so tolle Nachrichten, dass die Aktie eigentlich in den nächsten Wochen und wenigen Monaten weiter dynamisch steigen kann. Das heißt, den langlaufenden Optionsschein, den ich jetzt kaufe, der hat die Chance, in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht in 3 Monaten, schon eine Verdoppelung hinzukriegen. Und dann kann ich mich entscheiden, um zu sagen, boah, jetzt nehme ich das Geld mit, obwohl der noch eine riesige Laufzeit hat und hole mir einen neuen. Das heißt, wenn ich langfristig denke, habe ich auch die Möglichkeit, kurzfristig viele Gewinne mitzunehmen. Den Optionsschein, den ich mir da aufgesucht habe, der hat zum Beispiel eine Laufzeit bis Dezember 25. Hat die Basis 140 US-Dollar, kommt von HSBC und hat die WKN HG80FU. Ich werde davon heute 60 Stück kaufen, das sind ungefähr 250 Euro. Jeder von Ihnen kann selbst entscheiden, wie viel Geld er da reinstecken möchte. Ich habe jetzt kleine Summen ausgesucht, dass auch jeder, der mit Kleingeld damit machen möchte, dabei sein kann. Das wird jetzt ein reales Depot, liebe Leute. Ich kaufe das wirklich, das wird gleich gekauft. Der Markus wird das gleich kaufen. Und dann werden wir uns im Februar anschauen, was daraus geworden ist und Entscheidung treffen, ob wir es weiter begleiten oder den nächsten kaufen. Wir machen hier etwas komplett Reales und Sie können sehen, wie simpel und das einfach das ist, wenn man zum Beispiel auf seinem Handy von Zero so einen Neon-Broker hat und da mal eben schnell etwas einkauft. Deswegen würde ich jetzt mal ganz kurz an Markus übergeben, dass er Ihnen zeigen kann, wie einfach das ist, mit der Plattform bei Zero den Optionsschein von AMD mit der WKN HG80FU zu kaufen. Servus. Sieht man mein Bild? Ja, das kann man sehen. Super. Sechzig Stück waren das, ja. 60 Stück, ja. Da ist er. Da ist er, super. Wunderbar. Dann haben wir den ersten Schein. Dann gehen wir mal an das nächste ran. Vielen Dank, Markus. Gerne. So, liebe Leute, ihr habt gesehen, es geht eigentlich ziemlich einfach. Ob ich nun einen Optionsschein kaufe oder
eine Aktie kaufe, beide haben sie eine WKN oder eine ISIN, wo sie ganz klar daran identifiziert werden und ich kann eine Option schon genauso schnell verkaufen, wie ich eine Aktie verkaufen kann. Man muss das nur einmal gemacht haben. Gut, also für mich zählt AMD für 2024 zu einer der ganz großen Bringer im Bereich der Chip-Bereich. Da gibt es natürlich noch andere, aber wir können nicht alle auf einmal hier nehmen. Den nächsten Wert, den ich einfach mitgebracht habe, muss ich immer lachen, ist eine Aktie, die mich schon seit Ewigkeiten begleitet, nämlich seitdem es die gibt. Und jeder von Ihnen kennt die eigentlich. Und das ist McDonald's. Es gibt Leute, die lieben McDonald's, es gibt Leute, die hassen McDonald's. Ich bin auch regelmäßig bei McDonald's. Als 1992 McDonald's auf den Markt kam, da war ich noch sehr jung. Als ich da zum ersten Mal bei McDonald's war, habe ich mich ziemlich schnell in den Big Mac verliebt. Das ist mein Lieblingsburger bei McDonald's. Und wissen Sie, immer wenn ich wieder unterwegs bin, auch vor kurzem, ich war auf einer Veranstaltung in Frankfurt gewesen, auf dem Rückweg wurde es spät, von der Autobahn runter bei McDonald's rein. Heute haben wir bereits mit dem Handy bestellt, wir kommen rein, bekommen gleich unser Essen. Dieser Wandel ist enorm. Man muss nicht mehr in der Schlange anstehen, etc. Daran kann man auch sehen, wie sich solche Fastfood-Ketten verändern und sich anpassen. Und der Big Mac, muss ich ganz ehrlich sagen, der schmeckt immer noch so wie 1992. Und ich habe diesen Geschmack immer im Mund. Das finde ich unglaublich toll. Deswegen gehe ich da auch hin. Ja, und das mache ich seit ganz langer Zeit. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zu McDonald's gehe und dann schauen wir uns dort um und dann sehe ich die nächsten Generationen, die dort sind. Junge Leute mit ihren Kindern. Das ist eine Marke, ein Trend, der so etabliert ist auf der Welt. Das ist nicht nur so in Deutschland, das ist in den USA, in anderen Ländern genauso. Ja, generationsübergreifend. Wenn ich mit meinem Sohn vor langer Zeit, als er noch jünger war, unterwegs war und wir waren auf der Autobahn unterwegs, dann war immer das, wenn es ums Essen ging, lass uns schnell bei McDonald's ran. Ja, ist eine schnelle, gute Sache, man weiß genau, was man da hat. Das machen unendlich viele Leute. Ja, und es schmeckt ja auch. Wir müssen nicht darüber reden, ob das gesund oder nicht ist. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht um einen Massentrend. Und diesen Trend, den gibt es überall auf der Welt. Und wenn man sich dann hier den Aktienkurs von McDonald's anguckt, von 1992 bis heute, über 5000%, dann wundert das keinen mehr. Also mich wundert das nicht. Und wird diese Fastfood-Kette, die immer wieder kritisiert wird die überleben? Selbstverständlich. Die wächst auf der Welt. Und sie haben vor kurzem bekannt gegeben, dass sie weitere 3000 Restaurants aufbauen werden in nächster Zeit. Ja, und McDonald's ist natürlich nicht mehr dies McDonald's, was 1992 aufgebaut wurde mit dem Franchise-System. Doch, die Burger schmecken noch so wie damals. Die Pommes sind genauso lecker wie damals. Aber das Ganze drum und dran. Wie gesagt, heutzutage musst du nicht mehr anstellen. Heutzutage, wenn du in unserem Laden reingehst, kannst du digital deine Sachen bestellen, nimmst deine Tischnummer und dann wird es dir zum Tisch gebracht. Oder du bestellst auf der Anfahrt dorthin mit dem Handy die Sachen und bekommst das dann. Und in diese moderne Welt hinein wächst McDonald's natürlich mit hinein und wird immer Vorreiter sein. Weil dort sitzen natürlich im Management ganz fitte Leute, die genau schauen, was wollen die Menschen? Wie kann ich den Umsatz meines Unternehmens steigern? Wie kann ich den Gewinn steigern? Wie kann ich die Menschen begeistern? Ja, die haben eigene Trendforscher, die sich ständig die Situation in den Ländern, in den Städten anschauen, wie die Situation ist und die sich immer anpassen. Und dadurch schafft es McDonald's natürlich, kontinuierlich die Umsätze zu steigen und die Gewinne zu erhöhen. Auch jetzt in der Finanzkrise, wenn ich jetzt das Chartbild mal auf 3 Jahre mache, nicht in der Finanzkrise, auch jetzt in der Krise, die wir gesehen haben, 2022 sind die Anfang 22 sind die kurz runtergegangen und seitdem sind die eigentlich kontinuierlich wieder nach oben gestiegen mit Schwankungen nach unten. Jetzt im Sommer 2023 sind die einmal noch mal kurz runtergegangen, als es an den Börsen wieder hektisch und nervös wurde. Da ist natürlich auch so ein Unternehmen von betroffen. Nicht, dass die Kunden nicht bei McDonald's essen gehen, dann nicht, dass die Umsätze zurückgehen. Nein, das ist in der Zeit gar nicht der Fall gewesen, sondern das war die Angst an den Börsen. Wenn die Leute ihr Geld von den Fonds rausnehmen, aus ihren Positionen rausnehmen, weil sie Angst haben durch das Umfeld, dann wird natürlich auch von so einer McDonald's, wo man viel Gewinne drin hat, rausgenommen. Aber dann kommt ja immer die Ernüchterung
Und dann geht es wieder schlagartig schnell nach oben. Mittlerweile steht die Aktie auf Allzeithoch. Und ich muss kein großer Wahrsager sein, dass die McDonald's-Aktie auch in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter steigen wird. Sie tut alles dafür und sie ist auf Wachstum eingestellt. Ich sagte es gerade, die wollen weitere 3000 Restaurants aufbauen. Die wissen, was sie tun. Und ich als Anleger möchte davon natürlich von profitieren. Ich werde ja weiterhin bei McDonald's essen gehen, auch in Zukunft. Und weiß, dass auch mit künstlicher Intelligenz alles dort, was das Ganze von McDonald's ausmacht, so modernisiert wird, dass die Margen dadurch automatisch steigen werden. Also investiere ich jetzt weiter in diese Aktie. Die Umsätze, wie gesagt, steigen kontinuierlich, die Gewinne steigen kontinuierlich. Und wenn ich in die Aktie investieren will, dann kann ich natürlich auch sagen, ich kaufe einen lang laufenden Optionsschein. Die Aktie liegt jetzt in dem Bereich bei, die lag vorgestern bei 280 Dollar, jetzt liegt die bei über 290 Dollar. Meine Basis ist 280 Dollar, die ich ausgesucht habe, und die Laufzeit ist Januar 26. Also 2 Jahre, etwas über 2 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in den nächsten 2 Jahren mehr als 50% macht, ist enorm. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie bereits in den nächsten 3, 4 Monaten 20, 30% macht, ist auch gegeben. Das bedeutet, ich könnte kurzfristig möglicherweise mit diesen Optionsscheinen, die ich jetzt ausgesucht habe, schon in wenigen Monaten eine fette Rendite erwirtschaften und dann rausgehen und mir wieder einen neuen aussuchen. Das Risiko habe ich aber wieder minimiert, indem ich langfristig denke und langfristig eingestiegen bin. Die WKN dieses Scheines ist HS2FWR. Die Basis ist, wie gesagt, 280 US-Dollar. Ich kaufe 50 Stück davon und der Markus wird das jetzt einmal wieder bei Zero zeigen. Genau. Es wurde sich aus dem Publikum gewünscht, dass wir das kurz ein bisschen kommentieren, was die Schritte, die Markus da macht, das kann ich gerne Ah, übernehmen. ja. Genau. So, der Markus, wir sind jetzt das Zero-Depot und er gibt oben rechts die WKN-Nummer ein, die Michael gerade vorgelesen hat und sucht jetzt eben diesen Optionsschein. Da ist er, klickt da einfach drauf und geht jetzt als nächstes, da sieht man nochmal den Basispreis, also geht jetzt auf Kaufen und muss dann einfach nur noch die Stückzahl eingeben. Das waren nochmal wie viele, Michael? 50, 60. genau. Ja, 60. 50, Entschuldigung, 50, Ich 50. habe aufgepasst. Ja. Genau. Und dann wird einfach die Order geprüft. Und dann sieht man da nochmal eine Übersicht, die Daten, zu denen eben der Trade gemacht wird. Und dann kann man die Order schon kostenpflichtig aufgeben. Und das war es schon. Und dann, wenn Sie gleich in Ihr Depot schauen, dann sehen Sie, dass das auch schon wahrscheinlich da ist. Genau. Unter der Position, bei den Derivaten sehen Sie jetzt den McDonald's-Optionsschein. Genau, super. Kinderleicht. Ja, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann macht man das im Schlaf. Genau. Michael, gebe ich wieder zu dir zurück. So, dann dürfte ich da wieder da sein, ne? Gut, jetzt mal eben kurz zum Einkaufen. Wenn da jemand jetzt sagt, oh, ihr habt da gar kein Limit eingegeben. Nein, also ich arbeite grundsätzlich nicht mit Limits. Die Idee ist ja, ich bin bereit, die Aktie zu kaufen und sage, ich kaufe einen Teil meines Geldes, stecke ich in die Aktie, den anderen Teil stecke ich in einen Optionsschein, weil ich langfristig denke, dass dieser Optionsschein sich positiv mit der Aktie entwickeln wird. Da geht es mir nicht um, da kommt es nicht darauf an, welchen Cent, ob ich nun einen Kurs für 301, 302, 303 bekomme, es spielt gar keine Rolle. Überhaupt gar nicht. Denn letztendlich ist es nur wichtig, dass ich dort einsteige, langfristig orientiert bin und die Möglichkeit habe, kurzfristig nach wenigen Monaten schon mit einer großen Performance rauszugehen. Warum rede ich hier von großer Performance? Das, was ich alles mache,
wird meistens in der Regel mit einer sehr großen Performance verkauft. Meistens alles 50 und 100 mehr Prozent. Außer in Krisenzeiten. Da geht es natürlich nicht. Aber wir sind nicht mehr in einer Krisenzeit, sondern wir sind in einer Aufschwungphase. Und da kann alles sehr schnell gehen. Trotzdem zur Absicherung langfristig denken, langfristig handeln und kurzfristig, wenn es denn passiert, die großen Gewinne einziehen. Und auch wenn wir denn später hier das mal zeigen, wie wir verkaufen, da würde ich auch nicht mit Limit verkaufen, sondern ich will verkaufen, also tue ich es verkaufen. Und ob ich da einen Preis für 303 oder 297 kriege, spielt dann gar keine Rolle. Denn wenn wir mit hohen Prozentgewinn rechnen, spielt das überhaupt gar keine Rolle. Okay? Den nächsten Wert, den ich da ausgesucht habe, das ist Meta. Da ist die Aktie. Meta oder ehemals Facebook kennt ja bestimmt auch jeder. Für mich ist Meta ein unglaublich spannendes Unternehmen. Ich habe am Anfang gesagt, Unternehmen muss man Bilanzen analysieren etc. Und man muss sich natürlich auch mit der Unternehmensführung auseinandersetzen. Und was die Deutschen nicht so sehr können, ist, auch wenn es Unternehmensführer gibt, die Visionen haben, dass die an den Kapitalmärkten massiv gefördert werden. Das sehen die Deutschen nicht so sehr. Aber wenn man sich auf der Welt umschaut, auch wie sich Amerika, die großen Unternehmen alle entwickelt hat, die eine große Vision haben, sind auch große Unternehmen geworden. Und die Vision, die Mark Zuckerberg hat mit dem Metaverse, die ist sehr real und die wird sich definitiv durchsetzen. Das ist eine unglaublich spannende Sache. Virtuelle Welten. Mark Zuckerberg, also das Meta, besitzt das größte soziale Netzwerk der Welt. Das vergessen immer die meisten. Das heißt, der hat eine unglaubliche Reichweite. Und das Interesse für all das, was er dort entwickelt, besonders das, was virtuelle Welten sind, die meisten sagen, ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen kann. Das ist auch okay so. In der Wissenschaft wird das schon längst genutzt. Es gibt bereits eine virtuelle Welt, eine zweite Welt, in der man Klimamodelle simuliert. Was für uns alle sehr wichtig ist. Das Klima ist ja ein Riesenthema. Man kann in diesen virtuellen Welten so viele Sachen simulieren. In der Konstruktion kann man unglaublich viel zum Beispiel simulieren, um herauszufinden, wie etwas stabil ist, wie etwas hält, etc. Das spart unglaublich Kosten ein. Das alles zu erzählen, was das virtuelle Universum ausmacht, würde hier völlig den Rahmen sprengen. Hier geht es ganz einfach darum, diese virtuellen Welten sind da, sie werden sich weiterentwickeln, sie wird unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch in einen anderen Level bringen. Das ist de facto so. Und Facebook oder mehr gesagt, Meta wird da massiv von profitieren. Diejenigen, die, wenn wir uns den Aktienchart einmal anschauen, die Ende 2021 die Aktie so richtig auf Talfahrt geschickt haben, waren diejenigen, als Mark Zuckerberg gesagt hat, dass er weitere Milliarden in die Entwicklung vom Metaverse investieren wird. Kleine Geschichte dazu. Wenn Sie in Amerika jetzt ein unbekanntes, junges Unternehmen sind und Sie haben eine wahnsinns visionäre Idee, dann werden Sie mit Geld dichtgeschissen. Wenn Sie 100 Millionen brauchen, kriegen Sie 10 Milliarden. Ein Risikokapitalgeber nach dem anderen gibt für eine verrückte Idee. Ob da wirklich was draus wird, spielt in dem Moment keine Rolle. Nun kommt ein Unternehmen wie Facebook, das bereits erfolgreich ist, das Gewinne macht und sagt, wir wandeln uns und wollen in die Zukunft schauen. Und wir werden Milliarden investieren. Und was machen die Analysten und die Investoren sagen, nee, will ich nicht, dann macht ihr ja keine Gewinne mehr, ich will nur noch die Gewinne und hauen so richtig auf das Unternehmen rauf. Wie dumm, ne? Das haben sie natürlich korrigiert. Und das sieht man auch im Aktienkurs. Der Aktienkurs hat sich von diesen Einschlägen, die Aktie ja von über 380 auf 80 US-Dollar runtergeknallt haben, wieder mächtig nach oben geholt. Mittlerweile
will wieder jeder dabei sein. Weil auch der letzte Depp verstanden hat bei den Investoren, das Metavers ist ja schon da und es wird sich weiterentwickeln. Und wir müssen alle dabei sein. Für mich ist die Aktie eine der spannendsten Stories überhaupt, die es auf dem Markt gibt. Neben KI natürlich, was da alles passiert. Aber das Metavers, das sehe ich auf einer ganz anderen Ebene. Ja, da muss man viel Geld reinstecken, aber man musste in anderen Bereichen auf der Welt auch bereits viel Geld reinstecken. Ich finde das toll, dass Mark Zuckerberg seine Idee weiter fortsetzt und weiter vorantreibt und die ersten Erfolge bereits zeigen kann. Der Aktienkurs von Metaverse, der liegt jetzt mittlerweile bei 334. Ja, also ist nicht mehr weit vom ehemaligen Allzeithoch entfernt. Und künstliche Intelligenz setzt Mark Zuckerberg ja auch schon seit einiger Zeit in sein Metaverse etc. ein. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten, besonders im nächsten Jahr, aus allen Ecken und so Erfolgserlebnisse hören. Und da werden auch Ergebnisse bei rauskommen, die andere Unternehmen wieder nutzen können, um ein weiteres Puzzleteil zusammenzustellen. Also es ist unglaublich spannend und ich bin bei dieser spannenden Geschichte dabei. Wenn man das jetzt so betrachtet, fundamental ist das Unternehmen runtergeknallt und hat sich jetzt wieder auf dem Level zurückgeholt. Und jetzt beginnt eigentlich erst die Geschichte beim Metaverse. 2024 wird ein ganz starkes Jahr für Meta und die Jahre daraufhin auch. Deswegen, ich bin in der Aktie jetzt stark investiert. Ich werde weiterhin in diese Aktie investieren und ich werde sie mit einem Trend begleiten, einem Optionsschein begleiten. Und bei Meta zum Beispiel habe ich einen Schein rausgesucht, der läuft auch bis Januar 26 und hat die Basis 330 US-Dollar. Das ist jetzt gerade auf dem Level, wo die sich gerade so befindet. Ich werde immer wieder gefragt, ja, da wird es doch noch einen Rücksetzer geben. Kann man nicht dann einsteigen? Sicherlich, Aktienkurse gehen ja nicht gerade hin, die gehen ja immer mit Rücksetzern etc. Aber ich weiß nicht, wann er kommt und ob der Rücksetzer stark genug ist, dass ich das nochmal günstiger kriege. Ich weiß, dass die Aktie jetzt erstmal das nächste Ziel hat, das ehemalige Allzeithoch, was nicht mehr weit entfernt ist, zu erreichen. Und das wird entweder noch bis Ende dieses Jahres passieren oder im ersten Quartal nächstes Jahres und dann geht es halt weiter, weil während der ganzen Zeit wird es um das Metavers und künstliche Intelligenz immer mehr Nachrichten geben. Ja, und dann wird natürlich in diesen Unternehmen immer mehr Geld hineinfließen. Denn auch das Großkapital wird sich wie der Anfang des Jahres fragen, wo sind die sichersten Unternehmen? Wo kann ich mein Geld am sichersten anbringen? Und wo sind die größten Chancen? Und das sind nun mal die ganz großen Namen. Da, wo Unternehmen sind, die eine Vision haben. Und dazu zählt Meta natürlich auch. Der Optionsschein von Meta, der hat die Kennung HG96JG. Hat die Basis 330 und läuft bis zum 14.01.26. Der liegt jetzt so um die 8 Euro, der Schein. Deswegen kaufe ich dort 30 Stück. Ja, ich habe schon so Markus rübergeschaltet und wir gehen jetzt ein Ja, bisschen super. schneller durch. Er hat genau wieder eben die WKN oben eingegeben, geht jetzt auf Kaufen, gibt die Stückzahl ein. Ja, genau, übrigens vielleicht nur eine kurze Erklärung. Es gibt immer einen Risikohinweis bei Derivaten. Das ist normal, das haben Sie auch bei jedem Broker. Ja, das ist, davon sollten Sie sich jetzt nicht irritieren lassen. Er ist wichtig, aber genau. Und jetzt hat Markus die Order aufgegeben, bestätigt das nochmal nach der Übersicht. Und dann ist der Trade auch schon erfolgt und wir sehen auch die Position im Depot. Cool, Perfekt. super, Und dann gebe wunderbar. ich jetzt zurück zu dir, Michael. Okay. Ja, das mit dem Risikohinweis war ein super Stichwort. Das ist in Deutschland nun mal so. Auch ich muss zu all meinen Produkten, obwohl ich immer nur von links unten nach rechts oben gehe, immer nur Gewinner bin, muss ich das reinschreiben, dass das halt passieren kann. In Amerika ist das einfach nicht so. Da sind die Menschen wesentlich reifer. In Deutschland, wir haben halt in diesem Land keine Aktienkultur und es gibt leider zu viele Anleger, die nicht richtig lesen und sich dann verkaufen und dann suchen sie irgendwo. Ja, aber das muss überall darunter stehen. Ist auch klar, das ist in unserem Land so und dann müssen wir es einfach akzeptieren. Den nächsten Wert, den ich ausgesucht habe, ist Nike. Warum hängt mein System jetzt?
Ada. Es geht ja um Trends auf dieser Welt, die ich begleite. Und einer der ganz großen Trends, wie ich am Anfang, es gibt Trends aus Musik etc. und es gibt natürlich auch aus Sport und Lifestyle. Megatrends. Und einer der, das größte Unternehmen, was Sporttrends und Lifestyle-Trends begleitet, ist halt Nike. Das ist der Aktienkurs von 1981 bis heute. Hier an der linken Seite können Sie die Prozentzahl sehen. Da steht 135.000%. Ja, das ist eine Megazahl, kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Wenn man wäre, wenn man 1981 dort 1000 D-Mark reingepackt hätte, wäre man Millionär halt, ne? Weil das sind einfach Prozentzahlen. Das ist das, was ich wieder bei den Megatrends erzählte am Anfang. Es geht darum, was alle auf der Welt irgendwo mögen. Nike ist in hunderten Ländern vertreten. Das Symbol Nike gibt es überall auf der Welt. Jeder weiß, wenn das Symbol sieht, das ist Nike. Alle können damit was anfangen. Bei den größten Sportveranstaltungen dieser Welt, überall ist Nike dabei, fördert den Sport und fördert auch den Lifestyle. Ja, auch solch eine Aktie muss natürlich mit den Märkten immer mitkorrigieren, weil da sind natürlich auch mega Gewinne drin. Ja, und wenn wir uns hier mal die letzten 3 Jahre anschauen, auch 2021, das ist hier oben, da lag die Aktie bei 170 ungefähr, ist sie runtergeknallt auf ungefähr 84 US-Dollar. Also hat sich halbiert, obwohl das Unternehmen kerngesund ist. Aber es ging ja 22 alles an den Börsen runter. Da war das Problem mit den Lieferketten. Da war der Ukraine-Krieg. Da waren die steigenden Zinsen. Da war die Inflation. Alles zusammen und alle fingen an zu verkaufen. Dass dieser Verkauf irgendwann vorbei ist und dass dann alle wieder anfangen, darüber nachzudenken. Nein, nicht alle. 2023 waren es ganz, ganz wenige Anleger, die schon bereit waren zu investieren. Alle, die investiert haben, haben 2023 richtig viel Geld verdient. Jetzt wachen so langsam die Leute auf und sehen 2024 mit anderen Augen. Man sollte übrigens nicht nur nach Deutschland schauen. Für Anleger ist das schlecht, nach Deutschland zu schauen, zu sagen, das ist die Welt. Nein, wir leben alle auf einem Planeten, ja, die Erde. Und die großen Trends umspannen die gesamte Welt. Und da muss man weit über die Grenzen hinausschauen. Und wenn man das alles so betrachtet, dann sieht man, dass die ganz großen Trends dieser Welt trotz all dieser Krisen sich weiterentwickeln. Und das sehen wir auch bei einer Nike. Die hat sich denn seit Oktober mächtig erholt und ist denn 2023 ab dem Sommer wieder langsam runtergekommen und jetzt kommt sie wieder hoch. Ja, es passt natürlich auch zu den Umsatzzahlen und zu den Gewinnen des Unternehmens und zu der Marke. Das ist eine der wertvollsten Marken dieser Welt. Und ich persönlich finde das eigentlich sehr gut, dass nicht alle Trendaktien gleichzeitig sich rasant wieder erholen und zu Allzeithoch kommst. Ich finde es das gut, dass die alle ihren eigenen Zyklus haben. So habe ich mehr Chancen zu investieren. Hier bei Nike, das alte Hoch war bei 170. Wir liegen jetzt bei 120 Dollar. Und sie sagen mal bei 170 Dollar. Dass die Aktie wieder nach 170 Dollar hinlaufen wird, das wird einem klar, wenn man sich auch mal langfristig etwas anschaut, was für eine Marke das ist. Da waren schon ganz andere Korrekturen, die die Aktie mitgemacht hat. Übrigens, das hier, wo ich jetzt mit der Maus gerade in der Mitte drin bin, das war die Finanzkrise. Auch davon hat die Aktie sich natürlich, ich scanne da mal rein. So, schauen Sie mal. Auch da hat die Aktie sich halbiert und hat sich natürlich wieder davon erholt. Und so ist das genauso jetzt. Das heißt, ich gehe gar kein Risiko ein, wenn ich. So, jetzt hat sich da was vorgesetzt. So, wenn ich jetzt mit der Annahme ausgehe, dass dieses Unternehmen weiterhin in den nächsten Jahren in seinem Trend liegen wird und dass da eine Mega-Chance drin ist, dass dieser Aktienkurs, der mal bei 170 war, da auch wieder hinläuft. Und wenn ich jetzt mir einen Schein raussuche von Nike mit der Basis 120, da wo wir jetzt gerade sind, mit einer Laufzeit von 2 Jahren, ich kaufe also am Geld. Das heißt, alles, was jetzt hier mit der Aktie passiert, wenn sie von 120 nach 130 geht, nach 140 geht, nach 150 geht, mache ich bereits mega Gewinne in den Optionsscheinen.
passt natürlich zu den Umsätzen und Gewinnen, die das Unternehmen ständig bekannt gibt. Ist da ein hohes Risiko drin? Nein. Die Bodenbildung war hier unten, die war im Oktober, davon ist sie nach oben gegangen. Das Tief von Oktober hat sie nicht wieder erreicht. Jetzt kann sie schön ruhig weiter steigen. Aus diesem Grunde will ich diese Erholung bis zum alten Hoch mitgeben und kaufe mir jetzt diesen Optionsschein. Die Chance, dass dieser Optionsschein sich bereits in den nächsten 3 Monaten mehr als verdoppelt, ist riesengroß, weil dieser Nachholbedarf, der da ist, der kann sich auch ganz schnell, das kann alles ganz, ganz schnell gehen. Die WKN von Nike, von dem Optionsschein, ist HG8 KAA. Ich kaufe davon 100 Stück. Der hat die Basis 120 und hat die Laufzeit 14.01.26. Genau, und wir sind wieder bei Markus, der gibt wie bekannt mittlerweile die WKN ein, geht auf Kaufen, klickt den Risikohinweis weg und wir haben die Stückzahl 100 korrekt, prüfen nochmal die Order, können hier noch die Übersicht und dann geben wir die Order kostenpflichtig auf. Wie gesagt, wenn man da ein bisschen Übung drin hat, dann geht das auch wirklich ruckzuck. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, das waren nicht mal 10 Sekunden. Ja, es Und ist schnell. genau, und so schnell haben Sie Nike in Ihrem Depot. Super. Genau, ich gebe zu dir zurück, Michael. Weiter Super. geht's. Also wir haben ja schon verschiedene Megatrends gesehen, die auch, die einen sind bereits auf dem Allzeithoch und laufen weiter und andere müssen noch zu ihrem Allzeithoch hin und sie werden alle ihr Allzeithoch erreichen und das natürlich mit einem Optionsschein zu begleiten, bringt wahnsinnig viel Spaß. Wenn man immer nach den großen Chancen 2024 guckt, ich begleite auf der Welt ungefähr 140 Megatrends dieser Welt. Die kommen aus den verschiedensten Branchen. Die meisten denken immer, man kann eigentlich nur mit der Tech-Branche richtig viel Geld verdienen, weil da die Aktien eine richtige Performance machen können. Das ist weit gefehlt. Tech-Aktien gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich arbeite wesentlich länger mit ganz anderen Aktien und da kontinuierlich. Und meine Hauptaktie, die ich seit über 40 Jahren habe, die zeige ich Ihnen jetzt mal. Viele kennen sie vielleicht. Das ist die Eisenbahnlinie Union Pacific. Das ist ein Chartbild von 1980 bis heute, also 43 Jahre. Sie sehen, dass die Aktie von links unten immer nur steigt, 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 steigt. Hat jede Korrektur, die es auf der Welt gab, irgendwie mitgemacht und steigt dann weiter. Größte Eisenbahnlinie der Welt in der USA. Viele kennen das vielleicht von ehemaligen Cowboy-Filmen. Da kommt die Union Pacific immer wieder drin vor. Ob das nun die damaligen Filme mit Bonanza war, El Chaparral oder Filme von John Wayne zum Beispiel. Da kamen die immer vor. Diese Eisenbahnlinie gibt es übrigens wesentlich länger. Ich habe in diesem Modul nur leider nicht das längere Chartbild. Die gibt es ja schon seit über 100 Jahren. Alle Produkte, Güter, die auf der Welt versandt werden müssen, kommen über den Schiffweg und müssen dann über die Eisenbahn, bevor sie auf die Straße gehen. Und wenn man auf so in großen Kontinenten lebt wie Amerika, unglaubliche Strecken, läuft ohne die Eisenbahn überhaupt gar nichts. Das wird sich übrigens nie ändern, weil all das, was auf der Eisenbahn transportiert wird, kann nicht in die Luft transportiert werden. Und Seewege gibt es da nicht überall. Das heißt, wir werden immer auf die Eisenbahn angewiesen sein, weil auch dort bekommen wir unsere Zahnpasta her. Auch unsere Zahnpasta, unser iPhone, unsere Weihnachtsgeschenke, die werden irgendwie alle mit dem Schiff, mit der Eisenbahn und dann auf der Straße verschifft. In eine Eisenbahn in Amerika zu investieren, ist eine der sichersten Geldanlagen der Welt. Es gibt ja mehrere Eisenbahnlinien auf der Welt. Die andere, die gehört zum großen Teil Warren Buffett. Der war ja schon vor über 50 Jahren schlau und wusste, ohne Eisenbahn funktioniert überhaupt gar nichts. So, und was mache ich hier? Ich begleite diese Aktie seit Jahrzehnten mit Hebelprodukten, mit amerikanischen Optionen und mit Optionsscheinen. Leute, die meinen Börsendienst drin sind, Profis Trenddepot von 30.000 auf 1 Million. Die haben das von 2005 bis heute miterlebt. 2005 bis hier. In dieser Zeit, wie ich dort jedes Jahr einen neuen Optionsschein hatte, immer wieder Gewinne gemacht habe. Wenn es runterging, waren wir nicht dabei. Und dann jahrelang ein Jahr einen Optionsschein, nächsten, nächsten, nächsten. Und wenn Sie jedes Jahr einen Optionsschein haben, Sie müssen den Optionsschein eigentlich gar nicht jedes Jahr verdoppeln. Es lang auch 50.
oder 70% oder auch 30%. Und das machen Sie mal 10 oder 20 Jahre. Rechnen Sie sich das mal aus, was dabei rauskommt. Und Sie fangen mit 1000 Euro an. Deswegen habe ich das geschafft, mit einem Optionsschein auch von mit 1000 Euro da über 1 Million draus zu machen. Mit der Union Pacific natürlich auch, mit der Apple und mit anderen. Es ist die Kontinuität, die da drin ist. Ja? Und jetzt, wenn wir in dieses Chartbild, das war übrigens auch eine Korrektur, dass diese Korrektur, die wir, die Spitze, die wir hier sehen, war der Corona-Ausbruch. Und jetzt ganz rechts, gehe ich mal auf 3 Jahre, können wir sehen, dass die Aktie von 2022, da lag die mal bei 258, dann ist sie runtergegangen bis auf 148 und seit Oktober letzten Jahres steigt sie kontinuierlich und jetzt ist sie gar nicht mehr weit weg von ihrem Allzeithoch. Und sie wird natürlich weiter steigen. Warum wird sie weiter steigen? In der USA, das wissen Sie vielleicht, brummt natürlich die Wirtschaft, ne, schon seit langem. Alle, die arbeiten wollen, haben Arbeit. Und dass die Wirtschaft in den USA weiterhin festbleiben wird, das ist ziemlich klar, wenn man die Auftragsbestände und das alles erkennt. Ich beschäftige mich ja kontinuierlich damit und sehe das natürlich, was in Amerika da passiert. Das heißt, die Grundlage dafür, dass die Eisenbahnlinie weiterhin genügend Umsätze hat, ist gegeben. Und dann wird das ganze Eisenbahnsystem mit KI umgebaut. Sollte man in Deutschland übrigens auch machen, dann hätten wir vielleicht nicht diese ewigen Wartezeiten. Da würden wir endlich mal einen Zug bekommen, der pünktlich kommt. In Amerika sind die längst dabei, alle Weichensysteme, alle Zugsysteme, alle Fahrpläne mit KI umzubauen, damit sie eine gewisse Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit haben. Und nicht nur das, damit sie auch rechtzeitig den Verschleiß von Weichen etc. feststellen. Denn jede Reparatur, die vorzeitig gemacht werden kann, erhöht die Effizienz. Außer da sind die Amerikaner ein ganzes Stück uns voraus. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Diese Aktie begleite ich halt seit Ewigkeiten extrem erfolgreich mit Hebelprodukten. Diese Aktie, die muss nicht 100% im Jahr machen, 20% im Jahr, das gehebelt mal 5 und das jedes Jahr. In meinem Börsendienst Robust Depot habe ich das gezeigt, wie sowas funktioniert. Deswegen gehört eine Union Pacific auch immer zu meinen Big Playern. Ich habe da einen Schein ausgesucht. Der hat die Basis 220 und läuft bis zum 16.01.26. Die WKN ist HS2FXT7. Ich kaufe 50 Stück davon. Da sind wir auch schon dabei. Lässt sich ziemlich leicht finden. Auf Kaufen klicken. Zack. 50 Stück eingeben. Ah, so, Entschuldigung, ich war gemutet. Alles klar. So, perfekt. Ja, genau. Und schon haben wir das im Depot. Super. Und Michael, ich gebe zu dir zurück. Super. So, jetzt habe ich 5 Positionen ausgesucht. Das sind 5 Aktien. Diese Aktien werden kontinuierlich weiterlaufen, nicht nur nächstes Jahr, auch übernächstes Jahr. Ich gehe davon aus, dass sie viele, viele, viele Jahre weiterlaufen werden. Diese Unternehmenslenker, die diese Unternehmen führen, die müssten kapitale Fehler machen, damit da es zu einem Einbruch kommen kann. Die einzigen Einbrüche, Kurseinbrüche, die wir dort erleben werden, ist, wenn weltweit etwas passiert und die Märkte durch externe Ereignisse erschüttert werden. Dann gehen auch da die Aktienkurse runter und dann muss man halt die unternehmerische Erfahrung haben und wissen, dass die Aktienkurse irgendwann ihren Boden finden und muss man mit vollen Händen zugreifen, weil das bleiben auch weiterhin gesunde Unternehmen und die werden auch weiterhin dementsprechend an der Börse steigen. Jetzt habe ich dazu 5 Optionsscheine ausgesucht und ein sehr defensives Muster genommen. Ich habe gesagt, ich nehme eine Laufzeit von 2 Jahren und kaufe am Geld. In einigen Wochen werden wir uns das hier nochmal anschauen. Das ist wie gesagt live gekauft. Wir schauen uns das Depot an, wie sich das entwickelt hat. Und dann kann ich vielleicht schon die ersten Empfehlungen machen, ob wir Gewinne mitnehmen, ob wir das aufstocken und wie wir eine dynamische, noch dynamischer die Geschichte machen können. Ich mache sowas grundsätzlich mit großen Portfolios.
wie gesagt, ich betreue 140 Megatrends auf dieser Welt. Das bringt wahnsinnig viel Spaß und ich mache das nicht nur mit Optionsscheinen, ich nehme auch Turbo-Zertifikate, über die können wir hier auch mal reden und ich mache es auch mit amerikanischen Optionen. Das als Kombination bringt unglaublich viel und als Unternehmer gedacht, kann ich damit langfristig ein riesiges Vermögen aufbauen. Und wie wir das gerade bei Zero gesehen hat, man muss eine gewisse Übung haben. Wenn man das regelmäßig macht, ist das eigentlich alles völlig entspannt. Benjamin, wie sieht es aus mit den Fragen? Ja, wir haben einige Fragen bekommen, aber erstmal will ich dir für deinen Vortrag danken, lieber Michael, und natürlich auch nochmal dem Markus, dass er das alles für uns so ausgeführt hat. Bei dem Publikum schon mal gleich der Hinweis, es kamen so viele Fragen rein. Wir können natürlich nicht alle stellen, auch in Anbetracht der Zeit. Und meine Kollegin hat hier wirklich auch alle Hände voll zu tun, ihre Fragen zu beantworten, aber sie bemüht sich, auf sie alle einzugehen. Genau. Aber wir nehmen uns noch die Zeit für zwei, drei Fragen. Wir haben an den Fragen auch gemerkt, dass doch einige Neulinge dabei sind. Das freut uns natürlich auch. Und deswegen sind die Fragen auch ein bisschen grundsätzlicher teilweise jetzt. Und zwar möchte zum Beispiel jemand wissen, was ist mit Kaufen am Geld gemeint? Die Frage kam sogar auch mehrmals, wurde mir gesagt. Ah, super. Also, wenn die Aktie gerade, Union Pacific liegt jetzt gerade bei 220 US-Dollar. Jetzt suche ich mir einen Optionsschein aus, der genau diese Basis hat, 220 US-Dollar. Das nennt man am Geld. Wenn ich mir einen Optionsschein aussuche, wo die Basis 250 Dollar ist, wo die Aktie also noch nicht ist, das sagt man Außengeld. Und es gibt auch noch den Begriff im Geld. Das heißt, die Aktie liegt jetzt bei 220. Wenn ich jetzt einen Optionsschein aussuche, der bei 180 liegt, dann sagt man im Geld. Was sind die Unterschiede? Wenn ich im Geld kaufe, habe ich einen geringeren Hebel. Kaufe ich am Geld, habe ich einen fairen Hebel, der im Schnitt um die 5 liegt. Kaufe ich Außengeld, also wo die Aktie, wo die Basis 250 zum Beispiel ist, dann habe ich einen wesentlich höheren Hebel. Hat eine wesentlich höhere Chance, aber auch ein wesentlich höheres Risiko. Das heißt, für mich ist das geringste Risiko, wenn ich am Geld kaufe, also den Basiswert, so wie die Aktie gerade wert ist. Okay, danke schön für die ausführliche Antwort. Die nächste Frage wäre, Optionsscheine haben keinen K.O.-Punkt. Kann man trotzdem alles verlieren, beziehungsweise was passiert, wenn die Aktie nur noch fällt? Was passiert am Ende der Laufzeit? Ja, also ja, Optionsscheine haben kein K.O.-Produkt, das ist ein ganz anderes Produkt, aber Optionsscheine kann man auch alles verlieren. Wenn die Aktie nur noch fällt, dann kann ein Optionsschein zu Null gehen und am Ende der Laufzeit ist er dann verfallen. Genau, so, vielen Dank für die klare Antwort. Wie sieht das mit Gebühren bei Optionsscheinen an? Gibt es das und wo findet man die? Die Gebühren, da hat ja jeder Online-Broker sein eigenes Gebührenmodell. Es gibt's, das hat auch was mit den Emittenten zu tun, wie die Online-Broker mit den Emittenten zusammenarbeiten. Da pauschal zu sagen, das ist die und die Gebühr, könnte ich jetzt nicht sagen, weil da muss man bei jedem gucken. Ja, es gibt Gebühren, es gibt aber auch die gebührenfreien Handel. Okay, danke schön dafür. Gibt es bei Optionsscheinen ein Emittentenrisiko? Ja, grundsätzlich gibt es das Emittentenrisiko, weil ein Emittent könnte ja theoretisch wie eine Bank pleite gehen. Das gibt es. Ich bin seit über 40 Jahren an der Börse. Ich habe es noch nicht erlebt und ich bin mir auch ziemlich sicher, das werde ich nicht erleben, weil sowas passiert nicht über Tag und Nacht, sondern wenn Banken Probleme haben, die Deutschen haben es ja in den letzten Jahrzehnten ja mal miterlebt, wenn der Commerzbank Probleme hat, wenn der Deutsche Bank Probleme hat, das kriegt man alles rechtzeitig mit und der Bereich der Derivate, der Hebelprodukte wird dann sehr schnell von anderen Banken übernommen, ohne dass ein Kunden Schaden hat. Also man muss es sagen, ja, es gibt ein Emittentenrisiko, aber ich habe es noch nicht kennengelernt. Okay, vielen Dank für die Antwort. Wir gehen bei der letzten Frage ein bisschen weg von den Optionsscheinen. Und zwar möchte noch jemand wissen, was spielt bei der Analyse der Unternehmen die wichtigste Rolle? Welche Position schaut sich Herr Proffer an? Ha, das Wichtigste, es gibt ganz viele Zahlen im Unternehmen. Da gibt es nicht diese eine Zahl.
sondern da gibt es mehrere Zahlen, zum Beispiel der Umsatz, zum Beispiel der Gewinn, und den muss man differenziert betrachten. Wie kommt der Umsatz zustande? Wie kommt der Gewinn zustande? Aber das ist auch nicht ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend ist das Zeitreihenmodell. Nämlich Zeitreihenmodellen, wie haben sich die Umsätze und die Gewinne, als das sind zwei Kennzahlen, in den letzten 10, 20 Jahren seit dem Unternehmen entwickelt. Es ist das Zeitreihenmodell, das mir sagt, dass der Umsatz oder der Gewinn befindet sich genau in der Zukunftsrange, die ich brauche. Also es ist nicht, wenn ich eine Quartalzahl bekomme, die Quartalzahl an sich, die von Bedeutung ist, sondern die Quartalzahl, die ich dann in mein Modell hinein tue, in ein Zeitreihenmodell, was teilweise bis zu 40 Jahren zurückkommt, ob es da noch in das laufende Muster hineinpasst. Fällt das aus dem Muster heraus? Das gibt es vier Kennzahlen aus der fundamentalen Analyse. Wenn drei davon rausfallen, dann muss ich mich von diesem Unternehmen trennen. Wenn zwei da rausfallen und es ein Patt ist, dann muss ich schauen, was ist das Problem in dem Unternehmen. Solange drei oder vier in dem Bereich, Zeitmodell in dem Bereich drin sind, muss ich überhaupt gar nichts tun. Okay, danke schön, dass du diese komplexe Antwort dann doch relativ schnell beantworten konntest. Ja, wir sind am Ende der Fragerunde und gleich und schon weiter am Ende der Veranstaltung. Ich danke dir nochmal für die Antworten und auch generell für die spannende Veranstaltung, Michael. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können es sich also jederzeit wieder anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen über HSBC und Zero erhalten Sie morgen Abend per E-Mail. Dort stehen auch Kontaktmöglichkeiten und der Link zum kostenlosen E-Mail-Newsletter von Michael Proffe, falls Sie noch weitere Fragen zum Vortrag oder an Michael haben. Der Aufzeichnungsartikel wird in aller Voraussicht nach noch, wird aller Voraussicht nach morgen im Laufe des Tages auf Finanznet erscheinen. Michael, möchtest du noch an unsere Zuschauer ein Schlusswort richten? Ja, gerne, gerne. Erstmal herzlich willkommen in meiner Welt der Megatrends. Das ist eine Welt der entspannten Trendbegleitung an den Börsen, weil man kann sich der alltäglichen hektischen Welt an der Börse entziehen, weil die ist ja schon sehr hektisch. Ne? Jeden Tag wird man mit Nachrichten vollgebombt und das meiste braucht man eigentlich da gar nicht, wenn man langfristig sein Geld investieren will. Also schauen Sie sich diese Megatrendwelt einmal an. Die ist wirklich erholsam und entspannend. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Und bleiben Sie gesund, einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und ich würde mich echt freuen, wenn Sie im Februar, wenn wir das Webinar wiederholen und anschauen, was aus diesem Live-Depot geworden ist, wenn Sie dabei sind und Ihre ersten Erfahrungen mit den großen Megatrends dieser Welt machen. Bis dahin bleiben Sie gesund, Ihr Michael Proffe. Ja, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Ich finde, damit können wir gut auch in den Restabend gehen. Doch einmal Dankeschön, dass du da warst, Michael, und auch hier an unsere Helfer im Hintergrund, den Markus und die Irina, die das hier auch technisch alles möglich machen. Ja, vielen Dank für Und alles. ich freue mich auch schon auf die nächste Runde im Februar. Das genaue Datum werden Sie dann erfahren, wenn Sie eben zum Beispiel auch auf den Webinar-Newsletter abonnieren, den Sie gerade sehen, oder auch regelmäßig auf der Webseite von Finanznet vorbeischauen. Und damit auch vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit. Und ich schließe mich den Worten von Markus an, wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit noch und verabschiede auch mich für heute Abend von Ihnen. Bleiben Sie optimistisch.